Gut, gut, ey, was machst du? Magst du Robin Babies? Du bist doch nicht normal. Magst du Robin Babies? Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eines lange verschollenen Formats. Ich erinnere mich noch damals, es war 2004, ich habe Sand und Katzenscheiße aus dem Sandkasten gegessen und da kamen zwei Jungs auf mich zu und die haben gesagt... Ja, ich dachte, du hast Sand und Katzenscheiße aus der Katzenscheiße gegessen. Alles klar, meine Freunde. Wir sind wieder da. Ich bin wieder mit Broken Sounds am Start und ich habe ja gesagt, wir werden dieses Jahr wieder hart was zusammen machen und... Zwei Videos, dann ist aber auch genug. Okay? Alles klar, meine Freunde. Dann lösche ich meinen Kanal Walla. Und ja, wirklich. Es ist aber nein. Stell den wieder her, ohne Abonnenten. Alles klar, Melina. Alles klar, Leute. Es ist wieder soweit. Wir nehmen endlich wieder gemeinsam auf und wir fangen jetzt mit dem Format der Formate an. Also noch nicht ganz, das kommt jetzt bald. Aber wir fangen auf jeden Fall erstmal mit dem YouTuber-Trolling an. Ich habe hier ein wunderschönes Handy. Ein wunderschönes Handy. Wo alle Kontaktdaten drin sind von irgendwelchen YouTubern. Halt dir doch die Fresse jetzt, ihr Affen! Was soll das denn? Alles klar, alles... Hey, Leute. Ihr seid die Besten. Leute, ihr seid... Hallo? Alles klar, gut. Okay, sag mir, wen soll ich anrufen? Mein Arsch gerade richtig. Ich muss... Challenge ist ganz einfach, die beiden sagen mir, was ich sagen soll. Und dann muss ich derjenigen Person... Ruf mal bitte bei Mrs. Vlog an, aber versuch die ganze Zeit mit ihrem Dialekt zu sprechen. Aber was so richtig casual Scheiße, also egal was, selbst wenn die sagt, sie hat keine Zeit, sagst du so, ja, ich wollte eigentlich nur mal hören, wie es dir geht und laberst irgendeine Kacke. Aber du musst die ganze Zeit durchziehen, dass du mit dem Dialekt redest. Und Kelly! Das Kelly! Du musst so übertrieben rollen. Kelly, was ist denn jetzt mit Let's Play Poker? Hallo Kelly. Ich habe da eine Frage an dich. Wie ist denn das mit Let's Play Poker jetzt? Was? Wie ist denn mit Let's Play Poker? Was hast du genommen, ey? Kelly, wie ist es mit Let's Play Poker? Hab ich doch schon gesagt. Frag, wie es ihr geht. Wie geht's dir? Gut, gut, ey, was machst du? Magst du Robin Babies? Du bist doch nicht normal. Magst du Robin Babies? Das hört sich. Ihr nehmt doch irgendwas auf oder so. Nein. Scheiße, ich kack mich ein. Sag, ich liebe dich und leg auf. Ich liebe dich, tschüss. Oh, Leute. Oh Mann, was soll das denn? Oh, war das geil, Alter. Ich glaube, mein Schließmuskel muss mir fast versagen. Ich rufe und roll die ganze Zeit nur das Nein, lass mich bitte Kev anrufen, bitte. Ja, okay. Ich will Elbe mit Kev anrufen. Wenn er dran geht, Hallo! Das ist ja klar, ne? Ich sag einfach die ganze Zeit einfach nur Geilo. Geilo! Nein! Hallo? Hinter jedem... Nee. Da, du kennst so wie bei den Schlümpfen? Bei, das ist Schlumpfen, das Verb. Und bei dir ist das... Hallo, Kev! Das Nomus Heil... Das Nomus Heilo. Ja, wie geht's dir? Ihr holt vom 24-Stunden-Stream? Ja, hallo, Kev. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Ja. Ich wollte mal Heilo fragen, ob wir demnächst mal zusammen ein bisschen heilen können. Ob wir zusammen was können? Ein bisschen was Heilo aufnehmen können. Ja, aufnehmen? Ja. So ein bisschen Heilo heilen. Oder? Bist du... Wollen wir im TS schnacken? Wie bitte? Wollen wir im TS schnacken? Das funktioniert Heilo bei mir gerade nicht. Sag, dein Internet ist Heilo. Mein Internet ist nicht Heilo. Das ist kaputt. Ja, wir wollen ja was aufnehmen, wenn das nicht Geilo ist. Es ist nicht richtig Heilo, Kev, ich weiß nicht. Warte mal, ich versuch nochmal. Ich weiß nicht, wenn du am Gange, wo du schon Heilo sagen musst. Hey, was muss ich machen? Kev, ich hab jetzt hier drei Mandarinen, okay? Und eine davon ist nicht Heilo. Das war die. Okay? Die ist kaputt, ne? Was? Die ist nicht richtig Heilo. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was da damit zweckt. Ich verstehe das auch nicht, Kev. Ich glaube, ich hab getrunken, ne? Mach's gut, tschüss. Jo, ciao.
Alles klar. Jetzt ruf Lukas an und frag, ob in der nächsten Aufnahme seine Mutter dabei ist. Ob auf mit dir deine Mutter mitzu. Hat er noch Opa? Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Frag mal, wen man aus der Familie noch nehmen kann. Ja, aber frag echt, ob man mit seiner Mutter Mutterwitze machen kann. Mit seiner vagabunden Familie. Jo, Lukas, was geht? Herr Diggi, ich hab eine ganz kurze Frage an dich. Ich hab mir eben noch was überlegt, wegen deinem komischen Challenge-Ding, ne? Ja. Meinst du, wir können mal mit wem anders aus deiner Familie sowas machen? Weil ich hab mal bei mir in der Familie gefragt, die haben da ultra keinen Bock drauf, aber ich dachte so, keine Ahnung, vielleicht können wir mal deine Mutter oder deinen Opa fragen. Hey, warum nicht? Hey, wieso nicht? Dein Vater ist auch mit. Ich dachte, guck mal, wenn dein Papa schon so bekloppt drauf ist, dein Opa doch bestimmt genauso, oder? Sicherlich! Was ist denn mit. Wenn wir deine Mutter Witze mit deiner Mutter machen, was ist damit? Alles klar, dieser. Nein, Maul, Mann! Ja, warum nicht? Nee. Sag aber noch einen Onkel oder so. Was ist mit deinem. Hast du nicht noch irgendwie einen Onkel oder Cousin oder einen Neffen oder so? Frag! Kann man nicht mit Christina Frauenwitze machen? Mit mal Christina Frauenwitze, hier. Lukas, du hast doch so eine lustige Familie. Guck mal, du bist auch so ein lustiger Antonia. Kerl. Oder Antonia. Nee, also ehrlich, ist keiner aus seiner Familie, Lukas? Junge, nein, Mann. Hä, warum oder nicht? Sag, wie es mit Guido aussieht. Was mit Guido? Scheiße, Mann. Hä, warum denn nicht, Alter? Guck mal. Hey Lukas, das wird mega viel, das wird so viele Klicks geben. Und, aber jetzt sagt die, deine letzte Hoffnung ist Alfonso. Was mit Alfonso? Alfonso? Ja? Alfonso. Was mit Alfonso? Ja, können wir mit dem? Besonders die anderen Namen gibt's einfach in seiner Familie. Alfonso. Aber Alfonso nicht. Ist nicht hast du keinen Alfonso? Hä? Hey, ach, du bist. Ach, du bist. Bist du mit deiner Putzfrau, Lukas? Irgendeiner, komm, wir brauchen was Neues, was Krasses. Oder mit seinem maximal pigmentierten Halbbruder Negerwitze. Was mit deinem maximal pigmentierten Halbbruder, wenn wir den paar schwarzen Witze machen, hä? Wie wär's mit deiner schwarzen Mutter? Alles klar. Nee, die hat nur einen schwarzen Zahn, das hast du verwechselt. Alles klar, mach's gut, tschüss. Oh, jetzt schreibt Kev mich schon an. Und Kelly, was war da los? Okay, wen habt ihr noch? Oh, warte, hast du einen von den Lochis? Nee, aber ich hab Montana Black zum Beispiel, könnte ich anrufen. Aber ihr könnt mir sagen, wen ich anrufen soll. Sag mir mal irgendeinen Namen. Ja, ich bin ja dafür, ne? Ja. Dass du einfach mal den Justus anrufst. Und okay. Du sagst, Justus, dass du hast dich am Kölner Hauptbahnhof verlaufen. Du weißt nicht, wo das Gleis 9¾ ist. darf ich so tun, als wäre ich betrunken? Ja. Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht Okay. Oh, der hat die gegeben, abgehoben! Bruder. Hat mich wieder geblockt, der Wichser. Ja, ja. Der wird sehen. Dann ruf den Chengler an. So, warte. Cheng. So. Schauen wir mal, was der dazu sagt. Ich hoffe mal, der freut sich über meinen Anruf. Wird auf jeden Fall interessant werden. Ich hoffe mal, der wichst auch gerade nicht, weil das macht er ziemlich oft. Ja, so wie ich. So wie ich. Und nenn ihn bitte die ganze Zeit Chong. Bitte geh dran, bitte. Hey Chong, was geht ab? Der will nicht. Hallo, hier ist die Mobilbox. Oh. Die haben alle keinen Bock auf mich, was soll denn das? Ja, dann rufst du jetzt... Paluten. Einfach Paluten an. Ruf ihn wirklich an. Und sag, du bist nicht zu Hause. Nein, stehst vor der Tür oder so. Warum hast du den Schlüssel vergessen? Ich hab mich die ganze Zeit lachen. Sag, du hast dich versehentlich ausgesperrt. Der geht nicht dran. Patrick? Was ist los? Kannst du mal bitte ganz kurz Tür aufmachen? Ich hab mich ausgesperrt. Welche Tür? Haustür, also Wohnungstür. Ist das dein Ernst? Ja, ich bin runter und wollte was aus dem Müll holen. Also ich habe dann auch irgendwas weggeworfen, was ich für die Steuer brauchte. Und dann ist die Tür zugefallen. Okay. Er steht wirklich auf.
Du hast ihn gerade in seiner Laufphase, glaube ich, gestört. Der macht gar nicht auf. Das juckt ihn gar nicht. Der hat einen Tutorial. Ich bin ihm scheißegal. Oh, mega witzig, Alter. Okay, gut. Ich würde sagen, eines geht noch. Einer geht noch, komm. Sag mir mal, wen wollt ihr hören? Wen haben wir denn noch? Warte mal, überlegen. Wer ist denn noch da? Dena ist nicht da, ne? Nee, Dena ist in Österreich. Aber wir können sagen, den könnte ich natürlich auch anrufen, eigentlich. Fändest du wie geil, wenn du irgendjemand anrufen würdest und fragen würdest, ob du eine Unterhose leihen kannst? Ja, Simon, ich weiß nicht, soll ich mal versuchen, ob Cengiz rangeht? Nee, warte! Du rufst Cengiz an und fragst ihn nach dem perfekten Rezept für einen Döner, weil du hast jetzt so eine Fleischbrat-Dönermaschine geholt und willst deine Mutter überraschen mit einem Döner. Alter, Klischees. Bitte geh dran, Junge. Und dann mach dabei zwischen deinen Sätzen immer so WoW-Begriffe. Hallo. Hi, was geht? Alles Raiden bei dir? Ja. Pass auf, ich habe eine richtig, richtig dumme Frage an dich, okay? Das darfst du doch bitte nicht falsch verstehen. Sag, du hast so ein Epic-Item. Ich hab so ein richtiges Epic-Ding gekauft, so ein richtig Epic-Item, ja? Ich hab mir so ein Dönerspieß gekauft, okay? Ein was? So ein Dönerspieß, sowas wie der Gerät, quasi hat nur ein bisschen mehr gekitet, heißt, weißt du, was ich meine? So, pass auf. Und jetzt das Problem. Das Problem ist jetzt einfach, meine Mutter kommt morgen zu Besuch und ich weiß nicht, wie ich das Ding zubereite. Hast du vielleicht so einen 25er bei mir machen? Die will mit mir einfach einen 25er machen. Ich weiß halt nicht, Digga. Vielleicht hast du da so einen Epic-Tipp oder so, wie man Döner makes. Sonst funktioniert die Bubble nicht. Und Spaß. Ich werd sonst sag, dein Ruhestand hat schon Cooldown. Ich hab schon Cooldown, Cengiz. Ich brauch Hilfe. Ich schau doch einfach bei den. Geh doch einfach in den nächsten Dönerladen und frag, wie man Döner macht. Oder willst du das Ding aufbauen? Ja, ich will das aufbauen und halt benutzen. Also das Fleisch muss ich halt noch im Shop gegen Gold traden. Aber letzten Endes muss ich halt mal gucken, ob ich dann da irgendwie an so ein Rezept für Döner komme, weißt du? Ja, sag, du hast Kochkunst momentan auf 427. Also ich bin halt im Moment, bei Kochkunst bin ich auf 427, habe ich es geskillt, ne? Aber es funktioniert nicht. Okay, danke schön, Cengiz, ne? Ja, ich hab dich hier, tschüss. Auch immer nur. Okay, da habe ich wieder sehr viele Leute, die mich jetzt blocken werden. Ist auf jeden Fall stark. Kontakte kann ich mir jetzt auch knicken, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Schaut auf jeden Fall am Mittwoch mal bei Broken Sums vorbei. Da kommt nämlich ein lustiges Video und zwar hat Malz einen Hosensack am Tisch festgenagelt. Ist das was? Ich dachte, das kommt Donnerstag. Schaut auf jeden Fall mal Donnerstag, Mittwoch und auch vielleicht Sonntag bei Broken Sums vorbei. Was da noch gekommen ist. Genau, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wir haben wieder was gemeinsam aufgenommen. Jetzt geht's nämlich wieder los. Die heiße Phase startet wieder. Jetzt werden wieder, wie sagt man zu Deutsch, Kühe gemolken. Und ja. Sag kein Mensch. Alter. Alles klar, meine Freunde. Ich würde sagen, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall mal bei Mrs. Vlog vorbei und schreibt mal ein paar Erste in die Kommentare. Einfach nur liebe Grüße, Revi. Und ja, das war's von meinem Video. Macht's gut. Schaut auf Broken Sums vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss.